Frau Weiss, ich habe das Gefühl, das wäre heute so der erste halbe Matchball gewesen, um im oberen Drittel in die Playoffs zu rücken. Habt ihr das echt auch gespürt vor dem Match und sind ein bisschen nervös gewesen? Ich glaube nicht, dass es an dem gelegen hat. Also wir haben gewusst, dass wir jetzt drei wichtige Spiele vor uns haben. Ich glaube, das Spiel hat uns einfach in den ersten paar Minuten sind wir zu wenig in den Duell gewesen. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um uns daran gewöhnen, ins Spiel hineinzukommen. Nachher haben wir es ein bisschen gefunden, aber ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir wirklich ein bisschen zu wenig gegeben fürs Spiel. Und wenn wir dann in der zweiten Halbzeit sicher ein bisschen besser gemacht haben. Sie sagen, die zweite Halbzeit, Luzern hat ja geführt, 2-1 zur Pause. Ich habe das Gefühl, in der zweiten Halbzeit sind wir einem 3-2 näher gewesen als einem 3-1. Also von euch, dass ihr das Match dreht, näher gewesen als das Luzern noch das Goal macht. Warum sind die Goal nicht gefallen? Ja, das ist jetzt so, gerade nach dem Spiel schwer zu sagen. Also wir haben es auf jeden Fall probiert und es ist schön, dass wir die Möglichkeiten hatten. Es ist wichtig, dass wir sicher dort noch effizienter sind. Heute hat uns wirklich das Glück auch ein bisschen gefällt, dass die zwei oder einfach der Goal noch reinfliegt. Und ja, ist sehr schade und wir sind sicher enttäuscht. Enttäuschung natürlich. 2-1 gegen Luzern. Das ist ein Match, das man verlieren darf. Es ist nicht eine Schande, gegen Luzern zu verlieren, aber doch ärgerlich. Weil jetzt ist halt einfach der fünfte Platz näher als der dritte, oder? Ja, ist sicher sehr ärgerlich. Also wir haben da gehofft, dass wir die drei Punkte heimnehmen und sicher sind sehr enttäuscht, dass wir die hier liegen lassen. Wir können aber auch ein bisschen anschauen, dass das wahrscheinlich so eine Generalprobe war, wenn wir dann wieder uns zu den Sieg finden in den nächsten paar Matchen, weil dann wäre Luzern ein möglicher Gegner. Denken ihr schon so weit? Nein, eigentlich also gar nicht. Also wir denken jetzt an Lugano und Livada, die wir jetzt noch haben in den letzten zwei Spielen und gehen die zwei Spiele mit voller Energie an. Lugano hat jetzt eine spezielle Situation. Spielerinnen wissen, es ist ihr letzter Match im Espenmoos. Wie geht man als Gegner dort hin? Habt ihr schon daran gedacht? Habt ihr das Gefühl, okay, dann müssen wir dort aufpassen, dass die mit allem kommen, was sie haben? Nein, gar nicht. Also in dem sind wir ganz so, dass wir uns auf uns konzentrieren. Wir machen unser Spiel und geben uns das Beste. Das ist auch unser letztes Spiel jetzt hier in diesem Spiel und wir fokussieren uns da voll und ganz auf uns. Und was können wir erwarten in den Playoffs? Wie weit kommt St. Gallen? Wir geben uns das Beste und schauen für Spiel und hoffen, dass es da möglichst viel für uns schaut. Frau Cavelti, ich weiss nicht, ob Sie wissen, ich habe eine Wette am Laufen mit ein paar von den Abseits-Zuschauern. Ungläubige, die mir gesagt haben, ich habe nicht recht, wenn ich sage, es ist mindestens 13 Saison-Goal, jetzt sind es schon 14. Wie geht es Ihnen dabei? Ja, ich bin mega froh, dass ich mich so schnell ein neues Niveau gewinnen konnte und dass ich AFO bin. Und jetzt schätze ich es auch, ein besseres Team haben und mir auch gute Ball gibt, dass ich auch die 14 Goal machen konnte. Ein wichtiges Goal heute, wieder mal das Führungstreffer in einem wichtigen Moment. Ich glaube, dort sind ihr dann klar dominant geworden nach ihrem Goal. In der ersten Halbzeit, wo ihr mehr als nur zwei hättet müssen schiessen, oder? Torniamo! Ja. Schön wäre es gewesen, wenn wir noch mehr hätten können, aber mal 2-0 Führung in der ersten Halbzeit gegen einen Gegner von der Top 5 ist sehr gut. Und dann, blöd haben wir das Gegengoal noch bekommen, aber schön haben wir es nachher in der zweiten Halbzeit können, das Resultat behalten. Ich sage das, weil ich das Gefühl, in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen abgebaut. Ihr habt viel verteidigt, habt es gut gemacht, das habe ich schon mit dem Della diskutiert, aber irgendwie hat der Punch gefehlt, den ihr in der ersten Halbzeit noch hatten. Was war denn der Grund gewesen? Ich finde es manchmal ist, glaub, ein schwierig, um dann, wenn man den Vorsprung hat, dranbleiben und noch alles geben. Man weiss, so, wenn es so bleibt, lange. Wenn jede nur 15% weniger gibt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die ganze Teamleistung. Jetzt konnten wir trotzdem kämpfen, haben den Sieg heimgefahren. Auf der Tabelle wird das nicht mehr ausrichten. Aber was bedeutet das moralisch für euch Spielerinnen? Ja, es gibt sicher ein gutes Gefühl, weil nachher kommen ja Playoffs und dann haben wir auch einen der Top 5 Gegner. Und jetzt ist es schön, haben wir endlich mal können gegen jemanden, der oben in der Tabelle ist, punkten. Top 5, Sie sagen es, wir schauen hier Basel, GC, St. Gallen eher als Gegner an. Das sind so die wahrscheinlichsten. Natürlich könnten Servette und Zürich immer noch rechnerisch eure Gegner werden, aber St. Gallen und Basel und GC sind am nächsten. Haben Sie dort einen Favorit? Es ist schwierig zu sagen, nicht wirklich. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist es besser, wenn wir irgendwie ein Basel haben, wo wir wirklich eine offene Rechnung haben, wo
auch gegen ein GC, wo wir dann ja, einfach mal noch gewinnen diese Saison. Und dann, ja. Jetzt sehen wir die schöne Situation. Wir wissen, die Playoffs sind sicher hier zu Luzern. Wie weit kann Luzern noch kommen? Ja, ich würde sagen, wie es letztes Jahr schon im Cup gezeigt haben, dass wie entscheidende Spiele auch Top-Leistungen, also wir als Luzern Top-Leistungen können abrufen. Und darum denke ich, ist nicht unmöglich. Und Sina kommt auf 20 Goal? Mal schauen. Einfach gut weiterspielen und dann sehen wir, was alles noch passiert. Frau Wunderlin, wäre heute vielleicht der Matchball gewesen, um im Podest in die Playoffs einzuziehen? Es geht bei uns wirklich in erster Linie vor allem ums Besserwerden, ums Wachstum vom Team. Und die Resultate sind am Schluss Erfolg davon. Heute hat es nicht das Resultat gegeben, das wir natürlich gerne gehabt hätten. Aber sich zu orientieren an irgendeinem Rang jetzt wäre falsch bei dieser Mannschaft und dort, wo wir uns in unserem Prozess befinden. Und gleich der dritte Rang wäre möglich gewesen, aber in der ersten Halbzeit, wo Luzern mehr vom Spiel hat und auch das Goal schießt. Vielleicht hat noch einer einen mehr schießen in der ersten Halbzeit. Und gleich kommen wir gegen Ende der Halbzeit zurück. Wie haben Sie den Prozess gesehen, den ersten 45 Minuten? Ich gebe Ihnen dort recht, dass wir wirklich nicht entsprechend unseren Stärken gestartet sind. In unserem Spiel ist es extrem wichtig, dass wir auf die eigenen Stärken sowohl defensiv als auch offensiv setzen. Und defensiv gehört eine gesunde Aggressivität dazu, ein guter Teamgedanke, bereit sein, für die anderen Sachen auszubessern, mit der Schulter auch in der Duell zu sein. Dort waren wir zu wenig präsent gewesen. Und entsprechend nachher, muss man sagen, Luzern wirklich auch spielerisch eine sehr gute erste Halbzeit. Sie sind verdient 2-0 in Führung. Und wir sind natürlich froh, können wir dort kurz 3 Minuten vor Schluss noch den Anschlusstreffer machen, wo dann doch ein bisschen mehr wieder von unserer einzigartigen Defensive drin war. Ich sage, die zweite Halbzeit erzählt eine andere Geschichte. Ich habe das schon der Jenny gesagt im Interview. Ich habe mehr daran geglaubt, dass ihr den Match noch kehrt, dass das Luzern noch einen mehr reinmacht in der zweiten Halbzeit. Warum sind die Momente nicht zusammengespielt worden? Warum hat es nicht so viele Abschlüsse gehabt, wie es gebraucht hat, um die 2 Goal zu schießen? Gut, das ist nachher so im Fußball, dass manchmal auf die Seite geht und manchmal auf die. Und du probierst einfach mit allem, was du machst, die Wahrscheinlichkeit auf deine Seite zu schieben. Am Schluss 2-1 für sie, kannst du nichts daran ändern. 2-2 wäre nicht gestohlen gewesen. Aber auch dort wieder wichtig ist, was wir mitnehmen, gerade auch aus dieser zweiten Halbzeit für die nächsten Spiele. Und aber auch das Learning daraus, dass es eben bei uns nicht geht, wenn wir eben die erste Halbzeit nicht voll in unseren Stärken anpacken. Sie sagen das Learning, weil Luzern als Playoff-Gegner ist immer noch eine Möglichkeit. Haben Sie das im Hinterkopf? Wie schon gesagt, ist die Rangierung interessiert mich im Moment gar nicht. Und das ist tatsächlich auch dann, ich kann mich problemlos eine Woche oder die 10 Tage vor den Playoffs dann auf den Gegner einstellen. Es gibt einen anderen Gegner, auf den Sie sich auch einstellen müssen, und zwar nächsten Samstag kommt Lugano in einer schwierigen Phase zu Ihnen. Das letzte Spiel von vielen von diesen Frauen. Haben Sie sich schon darauf vorbereitet, dass die wahrscheinlich mit allem kommen, was sie haben? Zuerst spielen wir noch Ivo am Mittwoch. Das weiß ich. Darum bin ich bei Lugano. Jetzt bin ich noch in Luzern und morgen überlege ich vielleicht für Iverdon und am Donnerstag dann für Lugano. In dem Fall muss ich auch nicht fragen, was ein Wunschgegner wäre in den Playoffs, oder? Tatsächlich auch nicht. Ja, dann machen wir es einfach. Ich meine, Sie wissen, wo Sie sind in der Tabelle, das werden wir sehen. Weniger als 6 Punkte werden Sie nicht erwarten aus den nächsten 2 Matchen im Jahr. Und dann wird die Rechnung gemacht, oder? Unser Hauptziel ist auch in den nächsten 2 Spielen, uns das Beste abzurufen. Und das heisst auch besser werden in den Sachen, die wir arbeiten. Wir sind am konstruktiven Spielaufbau dran. Wir möchten auf unsere Stärken mit dieser Aggressivität, im Pressing, aber auch aus dem Spiel raus, wenn der Gegner den Ball hat, dort die Momente zu finden für eine gute Aggressivität im Gegenpressing auch. Wenn wir diese Punkte alle umsetzen, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass wir 6 Punkte holen, wie wir es nicht machen. Jetzt bin ich doch noch mal eine hartnäckige Frage nachher. Ab wann in den Playoffs sehen wir denn ein resultatorientiert in Marisa Wunderlin? Ob man es glauben oder nicht, nicht einmal in den Playoffs ist es resultatorientiert. Es geht darum, jeden Tag das Beste daraus zu machen und durch das kontrolliere ich alles. Das Resultat ist etwas, das ich nicht kontrollieren kann. Luzern spielt eine super erste Halbzeit. Da können wir
ja, beeinflussen, indem wir ihnen den Schneid probieren abkaufen. Aber was für eine Tagesform sie haben, das können wir nur indirekt beeinflussen. Darum Fokus auf uns. Wir haben sehr viele Sachen noch, wo wir besser werden können. Auch in den nächsten Monaten. Bin ich ziemlich sicher, dass wir in den Playoffs auch etwas Gutes rausschauen, wenn wir da alles auf den Platz bringen. Edvaldo, grande vitória hoje contra um adversário direto, contra um possível adversário nos playoffs. O que é que tu achas depois destes 90 minutos? Como tu disseste, é uma boa vitória contra um bom adversário. Nós queríamos essa vitória, queríamos mostrar que nós podemos pontuar contra os que estão acima da tabela. Nós queríamos devolver também a derrota que nós tivemos, uma derrota feia, né, no Forundi. E, então a mentalidade era essa e se preparar melhor para o playoff, perceber o que elas têm, perceber o que a gente pode. E acho que mostramos do início ao fim isso daí. Eu rejeitava, se calhar, do início ao fim, porque a primeira parte foi muito forte. Muito forte, muita qualidade no jogo, vê-se a tua assinatura. Dois, se calhar, não chegavam. Se calhar era preciso mais um ou dois. Mas na segunda parte, manteram o jogo, fecharam os caminhos, mas eles tiveram muitas oportunidades. Porquê? Isso faz parte do jogo também, saber se defender, saber lutar até o fim, saber se bater. Por isso que eu digo, do início até o fim, a primeira parte com mais jogo, a segunda parte com mais fase defensiva, mostrando também uma qualidade, que é a marca do Luzerno, se defender, brigar por cada bola. Isso eu acho positivo e é normal também. Que elas queriam o resultado, vem mais para cima. Nós gastamos muita força e muita parte física no primeiro tempo e é claro que faltou no segundo. Mas eu analiso positivamente que nós conseguimos manter o resultado, mesmo sofrendo dificuldades, sofrendo, e a vitória veio até o final. Vitória justa e 3 pontos preciosos, não bem porque vai mudar muito na tabela, mas para a moral, porque daqui a 2 semanas, 3 semanas, começam os playoffs. O que é que estás em perspectiva para aquilo? Estou conversando bastante com a equipe, que a gente pode ter uma surpresa, pode fazer uma surpresa e queremos fazer essa surpresa. Nós viemos agora de 3 vitórias, a energia está positiva, a dinâmica está bastante positiva, o clima está bastante positivo. Vamos levar tudo isso para os playoffs e tentar fazer essa surpresa que a gente quer. Basel, St. Gallen, Goethe, se calhar, Servet ou Zurique, mas mais Basel, Goethe, St. Gallen. Tens um preferido? Segredo.